von mir. Das Ganze passiert jetzt sehr spontan. Und ich bin auch dabei. Ja, der Kameramann. Und zwar hatte ich ja einen Neujahrsvorsatz oder zwei gute Neujahrsvorsätze. Und davon möchte ich euch kurz erzählen. Wir haben heute den 28. Januar. Wir haben heute Kohlfahrt. Und da habe ich ja eh gesagt, an diesem Tag werde ich mein Vorhaben, keinen Alkohol im Januar zu trinken, brechen. Und ja, da nehme ich euch gleich mit, wenn ich das Bier gleich im Restaurant genüsslich bestelle. Ich habe ja schon mal erzählt, das ist im Restaurant echt eine Schwierigkeit. Was trinkt man da? Was würdest du trinken, wenn du kein Bier bestellen würdest? Du hältst ja auch nicht viel von Cola und so. Nee, und Wasser. Ich muss sagen, wenn ich ins Restaurant gehe, trinke ich also eigentlich immer ein Bier. Und wenn ich kein Bier trinken möchte, gehe ich nicht ins Restaurant. Oder ich gehe zu McDonald's oder sowas, da gibt es eben kein Bier. Das geht da natürlich. Schmeckt auch die Cola besser, finde ich. Da gehört eine Cola zum Burger dazu, das finde ich wunderbar. Korrekt. Aber im Restaurant, ich weiß nicht, da sitzt man ja auch immer irgendwie in nettem Ambiente und ja, es reizt mich nicht so wirklich, muss ich sagen. Und eine Cola geht mal, ein leckerer Jagertee. Nee, aber ich freue mich gleich, meine Bestellung aufgeben zu dürfen und ich finde, wie gesagt, es ist der 28. Es waren jetzt fast 4 Wochen. So, herzlichen Glückwunsch. Du hattest doch schon nach 0 Uhr einen Sekt getrunken. Zum Anstoßen, den habe ich aber gar nicht ausgetrunken, Silvester. Ich hatte 2 Schlückchen zum Anstoßen getrunken, Silvester. Den Rest habe ich stehen lassen. Das erste Bier ist jetzt für mich was ganz Besonderes, nämlich ein Preußen, ein regionales. Das mag ich immer sehr gerne. Sieht doch perfekt aus. Schmeckt richtig gut. Und was ich noch dazu sagen muss, also ich habe jetzt gelernt, den Ehrgeiz und das Durchhaltungsvermögen habe ich gehabt, diese Challenge oder diese Vorsätze im Januar durchzuziehen. Was ich mir erhofft habe, dass man vielleicht ein bisschen an Gewicht verliert, wenn man keine Süßigkeiten mehr isst, den Alkohol weglässt, hat nicht zugetroffen. Also von daher würde ich das, glaube ich, nie wieder durchziehen, weil ich hatte mir was anderes von versprochen. Mein Statement dazu. An sich hat mir das Ganze ja sehr gut gefallen, dass man sich für eine bestimmte Zeit was vornimmt und guckt, wie willensstark man ist, ob man das auch durchziehen kann. Jetzt ist mir gerade was Neues eingefallen und zwar, ja, ihr wisst ja, ich liebe Kochzeitschriften und ich habe so viele gesammelt. Ich habe hier welche, die sind sogar hier von 2013. Asbach uralt und ich kann das nicht länger alles hier aufbewahren, rumfliegen haben in den Schränken. Ich gucke die gerade alle durch, habe mir Rezepte rausgerissen, was ich eigentlich nie machen wollte, hier einen ganzen Stapel schon. Guck schon die nächsten durch, die dann weg können. Und dabei ist mir was aufgefallen, Rezepte, die mich interessieren, die ich hier rausgerissen habe. Senf-Kartoffelpüree oder Zitronen-Linsen-Couscous oder was haben wir hier noch? Das sind alles Kuchen, Fladenbrotsalat, scharfe Möhrencremesuppe, Kartoffelbrötchen, Bratnudeln mit Erdnüssen. Komischerweise sind das ganz viel vegetarische Sachen. Und da habe ich gedacht, wenn die Jungs 2 Wochen im März, April nicht da sind, ob ich mich dann mal 2 Wochen vegetarisch ernähren werde, komplett. Ich muss dann ja auf keinen Rücksicht nehmen und es reizt mich sehr. Die Schwierigkeit ist, glaube ich, wirklich nicht, das Fleisch wegzulassen. Es würde mich mal reizen, neue Dinge dann zu probieren. Es gibt Sachen, Chicorée, habe ich noch nie bewusst gegessen, würde ich gerne mal probieren. Und wenn man dann so guckt, fallen einem bestimmt noch ein paar mehr Lebensmittel ein, die man mal austesten kann. Ich glaube, das werde ich mal machen. Ich sammle jetzt hier weiter meine Rezepte und guck mal, was ich da so finde. Hier sind auch tolle, ja, es ist ein tolles Heft, tolle Bowls drin. Und da finde ich bestimmt auch schon so einige Ideen und Anreize. Also wir gucken mal. Ist da noch ein bisschen Vorbereitungszeit, bis die Jungs wegfahren? Also ich beschäftige mich da mal mit und ich glaube, ich ziehe das durch dann in den 2 Wochen.
Ja, so viel zu meinem neuen Vorhaben, meinen neuen Plänen dann, wenn die Jungs nicht da sind. Ich freue mich da schon sehr drauf. Ich sehe da auch nicht die Schwierigkeit, dass ich das nicht durchhalten könnte. Ich wollte eigentlich zum Abschluss des Videos, weil ich es ganz passend fand, ich hatte die Kamera auch ein paar Mal mit, als wir essen gegangen sind. Ich wollte im Restaurant was Vegetarisches bestellen und ja, damit das Video beenden. Es war mir nicht möglich. Also ich weiß nicht, vielleicht haben wir auch die falschen Restaurants besucht, aber entweder haben mir die vegetarischen Gerichte nicht so wirklich zugesagt oder sie waren mir schlicht und einfach zu teuer. Dafür, dass man kein Stück Fleisch auf dem Teller hat, ja, war es mir das vom Preis nicht wert. Und ja, also zu Hause das auszuprobieren, denke ich mal, wird nicht das Problem sein. Ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, wenn hier Vegetarier zugucken, ja, was für Vorschläge ihr habt, was ich unbedingt mal probieren soll, was für Lieblingsgerichte ihr habt. Und dann ja, bin ich gespannt, das dann auch auszuprobieren im April. Und jetzt werde ich erstmal mein Strickvorhaben hier beenden, mein Dreieckstuch, was ich schon 10.000 Mal aufgeribbelt habe. Und ja, werde dabei ein bisschen YouTube gucken, ein bisschen chillen und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Und macht's gut, bis dahin. Tschüss!